Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe Scuba English for Kids. Hello, nice to meet you again. Erinnern wir uns, in einer der letzten Sendungen haben wir euch eine Frage gestellt. Diese Frage lautete, wie nennt man eine Schnalle auf Englisch? Als Muster habe ich euch dazu ein paar Flossenschnallen mitgebracht. Also von einer Gerätetauchflosse die Schnalle oder die Schnallen mit einem Flossenband dazu. Und die Schnalle für sich nennt man, Schnalle ist Backe. Ganz einfach, die Schnalle ist das Teil, das wir auf Englisch Backe nennen. Wenn wir das Ganze genauer sagen möchten, wir brauchen eine Flossenschnalle, dann würde eine Flossenschnalle Fin-Backe heißen und eine Maskenschnalle Mask-Backe. Heute wollen wir uns ein wenig auch mit den Instrumenten noch beschäftigen. Dafür habe ich euch hier zum Anschauen ein Finimeter mitgebracht. Dieses Finimeter zeigt uns den Druck in der Tauchflasche an. So wisst ihr immer, wie viel Luft noch drinnen ist. Das Finimeter. Wie wird dieses Teil aber auf Englisch heißen? Finimeter ist auf Englisch Pressure Gauge. Pressure für Druck, Gauge für das Instrument. Das Finimeter kommt aber nicht immer alleine vor, das kann ja auch eine Konsole sein, wo wir mehrere Instrumente haben, wie eben das Finimeter kombiniert in diesem Fall mit einem Kompass. Und der Kompass, der ist wirklich einfach, denn der Kompass bleibt fast gleich, schreibt sich nur ein klein wenig wiederum anders. Das ist der Kompass, auch auf Englisch dann Kompass. Kompass, Kompass. Dazwischen oder noch zusätzlich dabei kann sich ein weiteres Instrument befinden, damit ihr eure Tiefe bestimmen könnt. Also genau wisst, wie tief ihr während des Tauchgangs seid. Dieser Tiefmesser, den wir dafür benötigen, der wird auf Englisch Depth Gauge genannt. Depth Gauge. So haben wir heute schon wiederum viel dazu gelernt, wie wir die Instrumente auf Englisch nennen. So, und jetzt wollen wir einen kleinen Schwenk darüber machen zu unserer Tarierweste. Wie nennt sich eine Tarierweste auf Englisch? BCD. Und was so eine Tarierweste alles beinhaltet, nicht nur Schnallen, und was sonst noch alles da drauf ist, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Scuba English for Kids. Einen schönen Tag wünschen wir euch. Bleibt gesund. Bis bald. Bye bye. See you again.